Du bist so wunderschön, ne? Und du erstmal, Schatz. Warte, lass uns doch erstmal gucken, was wir heute als erstanden haben bei dem Fanclub-Treffen. Das stimmt. Erstmal das Wichtigste. Und daraus trinke ich morgen erstmal meinen Kaffee. Auch das T-Shirt. Wunderschön. So ist mir noch eingefallen. Ja klar, welchen? Machst mir nochmal die Helene. Ja klar. Wir sind froh. So, Achtung. So. Achtung. Atemlos durch die Nacht. Bis ein neuer Tag erwacht. Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Atemlos. Was ist hier los? Habt ihr sie noch alle? Was macht ihr hier? Könnt ihr nicht mal anklopfen? Bei dem Gegröle kann man nicht klopfen. Ja. Hallo, ich bin Florian, der Freund von ihrer Tochter. Ja, ich wusste gar nicht, dass er einen hat. So, für eine Pfeife. Was ist das denn hier alles? Sag mir nicht, dass du das gekauft hast. Ja, natürlich, oder hätte ich es klauen sollen? Ja, schmeißt du so das Geld aus dem Fenster? Das ist gut investiert, das ja? Das ist nicht rausgeschmissen. Guck mal, so ein schönes T-Shirt. Das ist absolut hochwertiges Material. Mal, du ziehst dir besser erstmal was an und dann kannst du gehen. Du kannst meinen Freund doch nicht so anmeckern. Du kennst ihn doch gar nicht. Wir zwei unterhalten uns jetzt erstmal. Ey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Du leihst dir letzte Woche von mir 50 Euro, weil du mal wieder pleite bist. Was machst du mit meinem Geld? Du bist auch meine Mutter, ja? Du musst mir auch Geld geben. Nee, du kriegst doch Kinder Geld. Du so einen Krempel ausgibst, hättest du gar nichts von mir. Das sind meine Klamotten, die bringe ich dir. Du kannst gehen. Weißt du was? Ich hab da echt keine Lust drauf. Wir gehen jetzt, ja? Komm, wir gehen, Schatz. Bitte, bleib hier. Lass sie erstmal. Wir müssen sie erstmal alle ein bisschen beruhigen. Hey, was machst du denn hier? Hey! Hi! Hi! Hab dich vermisst. Ich dich auch. Hör mal, du hast ja Kamera frei, oder? War richtig? Ja. Ja, wieso? Ich hab da eine Überraschung für dich. Welch? Ja, wenn ich es verrate, ist es keine Überraschung mehr. Oh, Schatz, bitte, nein, mal. Nein. Schatz, bitte. Nein. Ein Tipp. Was, Schatz? Das ist eine Überraschung für uns beide. Bitte, nicht auf der Arbeit. Boah, sei denn nicht so eifersüchtig, Ina. Ne, Schatz? Ich kann sie nicht verraten. Ja, was ist denn hier los? Ich glaube, ich bin im falschen Film. Sie gehen raus. Und Sie möchte ich im Büro sprechen. Sofort. Schatz, ja. Ich glaube, echt besser, wenn du gehst. Sache noch. Ja. Kannst du mit der 300 Euro mitbringen? Raus jetzt! Das echt, ja, das ja. Echt, echt wichtig. Raus jetzt! Hört ihr nicht? Raus! Ja. Ja. Ciao, Schatz. Sie kommen mit mir jetzt. Ciao. Da brauchst du dich gar nicht wundern. Ja. Frau Roth, Sie wissen doch, ich bin kein strenger Chef. Aber was Sie jetzt gemacht haben mit Ihrem Freund, auf der Waschmaschine liegen und knutschen, das geht nicht. Sie stellen das so schlimm dar, ja? Waren Sie noch nie im Leben verliebt? Ja, sicher war ich verliebt, aber ich leg mich nicht auf eine Waschmaschine, schon gar nicht auf der Arbeit. Das war nur ein Kuss. Da war kein einziger Kunde. Ich bitte Sie, sind Sie wirklich so spießig? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Sie sich bei mir entschuldigen. Wofür? Aber anstatt werden Sie noch frech. Das wird Konsequenzen für Sie haben. Sie bekommen eine Abmahnung von mir. Wieso eine Abmahnung? Was? Nein! Raus, arbeiten! Nein, Sie können mich nicht abmahnen. Raus! Ich hab nichts... Arbeiten, bitte! Gehen Sie bitte! Das können Sie doch nicht! Ja. Ja, gut. Gut. Was? Ja, mach ich. Helene muss wirklich aufpassen. Sie handelt sich nichts als Ärger ein wegen Florian. Zu Hause hat sie Stress und jetzt hat sie auch noch eine Abmahnung bekommen. Aber mit der Abmahnung bekommt Helene auch die Chance, ihr Verhalten am Arbeitsplatz zu korrigieren. Insofern ist das mit der gelben Karte im Sport vergleichbar. Nimmt sie diese Chance nicht wahr und ändert ihr Verhalten nicht, dann kann, ebenfalls wie im Sport, die rote Karte folgen, also die Kündigung. Mutter, was gibt's denn zu essen? Junge, ich koch halt nicht. Ich bin echt da mit deiner Schwester hier mit dem ganzen Krempel. Was machst du denn da? Ja, ihre ganzen
Fanartikel. Schon, ne. Weißt du, wenn sie die irgendwo alle geschenkt bekommen würde, wäre das ja auch gar kein Problem. Sie hat alles vollhängend und dann kauft sie noch so einen Prüll. Vor allem für so einen Firlefanz hier. Nee, aber sie gibt Geld dafür aus, was sie nicht hat. Diese Banksache. Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen, Junge. Den Brief hättest du nicht aufmachen sollen, das hab ich dir aber gesagt. Selbstschuld. Mein Gott. Hab ich dir gesagt? Nico. Ja. Deine Schwester ist die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Ja. Ja, der ich ist. Das haben wir versucht. Ich bestimmt bei ihrem Florian. Singen bestimmt alle Lieder. Atemlos. Ich weiß nicht, was ich schon und was weiß ich, was da alles gibt. Was da an hier? Ist ja gruselig. Hey, was passiert? Ja, was soll passiert sein, ja? Dieses Arschloch, ehrlich. Ey, ich reiß mir hier jeden einzelnen Tag den Arsch auf. Und dann, die hat mir eine Abmahnung gegeben. Nur weil ich meinen Freund gerade geküsst habe. Jetzt komm mal ein bisschen runter. Ich hätte mich an deiner Stelle, glaube ich, einfach entschuldigt. Sonst riskierst du noch, dass du rausfliegst. Ich habe keine Nerven mehr frei, mir jetzt Gedanken zu machen wegen der Arbeit. Ich denke jetzt nur noch dran, gleich Feierabend zu haben. Und Ina, kannst du mir vielleicht mindestens 50 Euro leihen? Wäre echt super lieb. Nee, von mir kriegst du kein Geld. Wirklich nicht. Der hat mir vorhin nicht mal richtig Hallo gesagt. Bitte. Bitte, ich brauche das echt unbedingt. Ehrlich, weil Florian hat ja eine Überraschung für mich und deswegen braucht er das Geld. Nee, von mir nicht. Und ich find's eh ein bisschen merkwürdig, dass du zu deiner eigenen Überraschung Geld mitbringen sollst. Boah, Ina, ehrlich. Ach, bitte. Hör mal, ich habe selber bis zum Monatsende nur noch 20 Euro übrig. Ihr könnt ja auch irgendwas machen, was kein Geld kostet. Echt? Du bist manchmal so gemein, ehrlich. Wann frage ich dich mal um was? Nee, die geht nicht dran. Der war mir von Anfang an unsympathisch. Ja, mir auch. Das habe ich mir aber auch gezeigt. Er ist ein Brausekaufer, weiß ich jetzt schon. Also, sie war ja schon lange Helene Fischer-Fan, aber so extrem wie jetzt. Pass auf, Mama. Ich kann mit der Ina mal sprechen. Mhm. Okay? Dann frage ich mal nach, was ist das mit dem Florian? Mit dem Fan und Status und Bank und so. Dann wissen wir, was das für ein Typ ist. Und dann können wir mal gucken. Kümmerst du dich drum? Alles klar. Ja? Dann machen wir das so. Okay. Jo, bis später. Ich hab Hunger. Ja. Das war doch hier. Das kann doch nicht weg sein. Sie bekommen eine Abmahnung von mir. Wieso eine Abmahnung? Nein! Raus arbeiten! Das können Sie doch nicht! Ja, ja gut. Gut. Ja, mach ich. Scheiße. Helene ist völlig kopflos. Nur weil Florian gesagt hat, sie soll Geld mitbringen, klaut sie an ihrem Arbeitsplatz. Sie ist ihm regelrecht hörig. So weit sollte es in einer Beziehung niemals kommen. Das ist nicht gesund. Das ist verdammt unvernünftig. Wenn sie erwischt wird, ist sie auf jeden Fall ihren Job los und riskiert obendrein noch eine Anzeige. Kein Einkommen, der Dispo überzogen und noch eine saftige Geldstrafe vom Gericht. Das ist keine schöne Situation. Wir haben Termin, alles gut, alles gut. Schatz? Ist das geil hier? Was soll das hier? Komm mal her. Also, ehrlich, meinst du nicht, dass das hier ein bisschen zu teuer ist? Ach Quatsch, pass mal auf. Hast du das Geld dabei? Ja klar, 400 Euro. Echt 400? 100 mehr als gedacht? Ja klar. Ich wusste, auf dich kann man sich verlassen. Das hier? Ja. Ist nämlich meine Überraschung an dich. Weil das hier ist ein Beauty-Tempel, der auf Typveränderung spezialisiert ist. Schatz, wieso Typveränderung? Hör mal, du gefällst mir so gut. Du singst so gut wie Helene. Du siehst
fast so gut aus wie Helene Fischer. Ja. Wenn du heute hier fertig bist, mein Schatz, dann kann man euch zwei nicht mehr unterscheiden. Ihr werdet euch wie eineiige Zwillinge gleichen. Meinst du? Natürlich. Jetzt bist du sprachlos, oder? Ist die Überraschung geglückt? Ja, klar. Freust du dich? Ja, sicher. Helene wirkt eher überfordert als erfreut. Aber natürlich macht sie mal wieder das, was Florian von ihr erwartet. Sie sollte ihr Aussehen aber nicht für ihn ändern. Ja, weißt du irgendwas über den Florian? Ja, nicht viel. Der gibt ja auch nicht sehr viel von sich preis. Ich habe irgendwie das Gefühl, der verarscht die. Ja, das kann sein. Das glauben wir auch. Ja, einmal, wir müssten mal rauskriegen, wo der wohnt. Und immer so auszuspionieren. Immer zu dem in so seiner Wohnung fahren. Ich weiß allerdings nicht, wo das sein soll. Ah, das weiß ich. Das ist die Straße. Okay. Im Wohnheim, ja. Jedenfalls glaube ich das. Warum glaubst du das nur? Ja, ich traue dem nicht über den Weg. Der lügt, wenn er den Mund aufmacht. Ja, das und stimmt. Ich glaube, der hat einen anderen am Start. Ja, das kann sein. Pass auf, wir fahren da mal hin, in die Straße, fragen mal seine Freunde und dann kriegen wir bestimmt was Interessantes dabei raus. So machen wir das. Alles klar, Ina. Danke. Hoffentlich gelingt es den beiden, Helene zur Vernunft zu bringen. Sie sollten aber lieber noch mal direkt mit ihr sprechen. Hinter dem Rücken der Freunde den Freund auszuspionieren, ist nicht in Ordnung. Hallo. Ach, hallo. Guten Tag. Sommer. Wir haben Sie telefoniert. Hallo. Das ist meine Freundin. Hallo, guten Tag. Hallo. Wollen Sie mit mir kommen? Ja? Ach, Schatz, warte mal. Was denn? Wenn du dich dann schick machen lässt, besorg ich noch das passende Outfit für dich. Ehrlich? Ja klar, wenn schon, denn schon. Muss auch komplett alles stimmen, das Komplettpaket. Gib mir auch schon mal die 200 Euro, die du hast. So. Dann kann ich jetzt etwas Schönes suchen für dich. Ach so. Und du wirst nachher so perfekt aussehen. Dankeschön, mein Schatz. Ja, natürlich. Bist der beste Freund. Viel Spaß. Viel Spaß, Lisa. Okay. Bis gleich. Freu mich auf dich. Erschreck dich nicht. Nein, auf keinen Fall. Okay, hier bitte lang. Hallo? Hallo? Ach, da sind Sie ja. Hallo. Hallo. Können Sie es bitte schnell meiner Freundin geben? Ja. Sie soll sofort anziehen. Ich will sie auf keinen Fall sehen, bevor sie komplett fertig umgezogen ist. Ja, alles klar, mache ich. Das wäre super. Bis dann. Bis dann. Ihr Freund war gerade hier. Er hat die Tüte mit den Sachen gebracht. Die möchten Sie bitte unbedingt anziehen. Schatz? Und? Was sagst du? Wow. Ehrlich? Wow. Wow, 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 wow. Findest du es nicht übertrieben oder so? Überhaupt nicht. Nein? Genau so. Ja. Wow. Das muss ich direkt, sofort. Original aus wie Helene Fischer. Nein, nein, kein Kuss, kein Kuss. Wieso? Das Make-up verschmiert doch dann. Ach so, ja, klar. Das soll doch perfekt aussehen weiterhin. Das stimmt. Aber gib mir doch eben noch die 200 Euro. Hast du nichts so übrig von den Klamotten? Natürlich. Wusste ich doch. Guck mal. Genau 2 Euro. Gut, ne? Genau 2 Euro. Das ist perfekt. Was ist, nur 2 Euro hast du übrig? Es ist sehr gut, dass du 400 anstatt 300 mitgebracht hast. Sonst wäre dieses Ergebnis echt nicht möglich gewesen. Ja. Ja, stimmt. So, warte. Ist wunderschön, wie unsere Helene. Hier ist das Geld. Perfekt, danke. 200, der Rest ist Trinkgeld. Danke. Ich bin voll zufrieden. Perfekte Arbeit. Dankeschön.
Danke. Dann wünsche ich viel Spaß. Wow. Ich habe jetzt noch eine Überraschung für uns beide. Ich habe gestern VIP-Karten für Lene Fischer besorgt. VIP? Ist das geil? Philippische 600 Euro. 600 Euro? Ja. Freust du dich? Ja, klar, aber Schatz, ich habe kein Geld mehr. Überhaupt kein Problem. Du musst erst übermorgen bezahlen. Das ist der Witz. Übermorgen? Ja, übermorgen. Und dann gehst du genauso, gehst du dahin. Stell dir mal vor, wir können aufs Konzert gehen, VIP. Wir kommen der ganz nah. Wir können vielleicht sogar mit der reden. Ja. Und vielleicht denkt sie, du wärst ihre Zwillingsschwester. Ist das geil? Das stimmt. Komm, Schatz, lass uns gehen. Okay.